So, hallo Leute, wir sind wieder da und wir spielen weiter. Wir sind ja gerade in den Slytherin-Gemeinschaftsraum eingebrochen. Und jetzt dreht sich irgendwie der Eingang und wir kommen zu einem neuen Punkt. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter aufgebaut, aber ich denke, ihr solltet das schaffen. Nintendo. Naja, ne? Ja. So. Einer mit. Ups, ich stand da drauf. Was soll's? Jetzt bin ich irgendwie eine Etage da drunter. Und jetzt kann ich hier das abschlagen. Jetzt dreht sich das und jetzt dreht sich das anscheinend auch oben. Also der Boden oben. Wahrscheinlich komme ich dann gleich, wenn ich auf der anderen Seite wieder hochgehe, drauf. Ah, du hast mich nicht erwischt. Komm schon. So, jetzt hebe ich dich auf und schmeiß dich in deinen vorgesehenen Slot rein. So, nochmal. Dich schmeiß ich da rein. Dich hau ich da rein. Ah, verdammt. So, guck mal. Vielleicht kann ich dich da hinten sogar gegen den schmeißen. Nein, mehr oder weniger. Der kommt jetzt wieder raus. Jetzt muss ich nochmal 1 und 3 werfen. Ist eben ein kleiner Backer, was soll's. So. Das hat mir jetzt sehr viele Sachen gebracht. Sehr viele Bohnen. So, und die Hexen. Ach so, ich muss die alle irgendwie umdrehen. Okay. Genau, habe ich doch gesagt, das Ganze hat sich jetzt gedreht. Wenn ich jetzt mal drauf gehe, dreht sich das weiter. Aber das Ganze ist doch viel zu umständlich, um in den Gemeinschaftsraum zu kommen, wenn man so alles verdreht hat. Also ich meine, ich habe keine Lust, immer wenn ich müde bin und mich in mein Bett legen möchte, immer sowas zu durchgehen. Und dieser Typ, guck mal, wie gemein der ist. Batsch. Viel Spaß, Goyle. Viel Spaß, Goyle. Ja, vielen Dank. Versteime könnte ich jetzt machen, aber das gibt's leider nicht. Ah, nein. So. Ich probier's. Okay, ich mache jetzt den vorgesehenen Weg. Oh, ich glaube, ich bin gerade schon losgesprungen. Okay, Glück gehabt. So, hier drauf. Und dann eine Etage nach oben. Genau. Es geht sehr hoch. Das ist hier, glaube ich, nichts. Dann kann ich hier erstmal Schleim an ein paar Stellen wegmachen. Da auch. Ich weiß noch nicht, warum der überhaupt Schleim ist. Da auch, aber das Wichtigste ist das. Ach ja, genau, das ist dann gleich unser Weg wieder nach unten. Weil er jetzt versperrt ist. Am wichtigsten ist das hier einfach wegzumachen. Jetzt drücke ich da drauf und das Schleim fällt von da oben darunter. Genau. Und das Ganze baut sich wieder auf und sobald ich das Ganze dann hoch mache. Ich hab's doch mal getan. So, ich kann das nicht überspringen. Doch, mit Enter. So, dann kann ich jetzt hier runter hüpfen. Jetzt trete ich hier drauf und jetzt bleibt es da auch festkleben. Naja, eins davon kann auch weg. Das sagen wir, zwei können weg. So. Man sieht mal auch hier, wie nett der Goyle ist. Also, wie sie die Leute finden. So, wir sollten jetzt, glaube ich, nochmal in einen ähnlichen großen, tiefen Raum kommen. Genau hier. Der einfach irgendwie in nichts endet und in den Seiten auch ins Nichts geht. Total der Platzverbrauch. Aber naja. Ne, passt schon. So, da hinten der Weg. Das ist dann sozusagen der Weg, wo wir auch lang müssen. Aber man kann ja auch noch so Jump-Up-mäßig irgendwo anders was hinmachen. Der ist dann da unten. Dieser andere mögliche Weg. So. Vertibots Bohnen, eine Karte und noch mehr Vertibots Bohnen. Okay.
Okay, das Ganze muss ich jetzt wieder rückgängig machen. Also, ich muss jetzt wieder zurücklaufen. Ach, das Teil bewegt sich hier. Ah, mein Handy vibriert gerade. Ich habe anscheinend eine E-Mail. So wie das vibriert. Nein! Ich bin schlecht. Nein, schon wieder hier. Du hässlicher Hund. So. Komm. Verarschen, komm runter, du Kackteil. So. So. Das entschleimen, das Unnötige auch entschleimen. So, enter, 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 enter. Filmsequenz übersprungen. Lumos, oh mein Gott, da geht's runter. Hier runter, dann direkt hier drauf landen. Das hier direkt wieder weg. Naja, mehr oder weniger. Mehr weniger. Das da hinten mache ich auch. Komm schon. Plup. Dann geht's jetzt hier wieder lang. Genau, ja, genau, genau, genau. Soll ich unten mir die Karte wiederholen? Ich denke, die gehört dazu, ne? Ja klar, ich hole die mir. Ich muss hier nur auf diese Teile aufpassen. Naja, ne, ihr seht ja, wie gut ich bin. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass ich aber so oft sterbe. Komm, wisst ihr, ich probier... Ja, Moment mal. Was bedeutet das denn? Wie komme ich nach da hinten? Aha, ich glaube, hier habe ich auch schon wieder was übersehen. Ah! Komm schon. Boah, das war knapp. Okay, das riskiere ich nicht. Komm runter, du. Danke. Und zack. Ich mache jetzt so das Wichtigste. Zack, da drauf. Enter, 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 enter. Enter, 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 enter. Entschleimen. Dann hopp ich hier drauf. Aber wie... Es muss hier doch noch irgendwo nach da gehen. Aber wie... Ist hier oben noch ein Geheimgang? Vielleicht hier nochmal kurz was zurück. Aha, auf der Seite geht das aber nicht. Okay. Ja, jetzt klappen sich da wahrscheinlich die Wege aus. Ja, oder hier ist jetzt Platz. Ja, okay, das wusste ich auch noch nicht. Okay, Ach so, ich muss jetzt alle einzeln draußen drücken und dann noch später lang springen. Aber wenn ich das danach nochmal machen muss, dann bringe ich die um. So. Das Slytherin-Gemeinschaftsraum. Jetzt geht's hier hoch. Ach ja, erstmal jetzt hier lang. Also ich bin... Oh, ich dachte gerade. Warum ist der nicht gesprungen? Ah, die Streifen sind dünn, aber okay. Hier ist wahrscheinlich die Karte drin, genau. Oh, das war knapp, okay. Gut, ich hab's aber geschafft. Das Teil in der Mitte kann ich wieder wegräumen. Ich bring eh drüber. Flipendo. Flipendo. Also ich mache jetzt erst den kurzen Weg, denn ich denke, man kann da immer noch mal zurückgehen. Also ich glaube, wenn ich da hinten durch bin, speichert der. Und erst dann möchte ich dann unten hingehen, weil ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Oder es dreifach zu machen. Weil ich weiß, dass ich einfach zu schlecht für den Jump One bin. Und eh sterben werde. Also jetzt erstmal hier durch. Jetzt muss ja mal ein Speicherbuch kommen. Nein! Nein, das gibt es doch nicht. Kacke, egal, jetzt bin ich hier unten. Und ich meine, mich erinnern zu können. Genau, dass hier irgendwo eine Tür und was ist. Okay.
über diese Spinnennetze. Mache ich auch mal sauber. Sinnvoll. So, jetzt bin ich hier. Hier konnte ich auch irgendwie springen. Genau. Ich kann die Bücherregale einfahren, damit man auch an die oberen Bücher dran kommt. Das ist sehr sinnvoll. Aha. Eine Bildkarte, die hole ich mir jetzt ab. Habe ich das? Okay. Ich glaube, da wäre eh nichts gewesen. Ich verzauber ich direkt mal. Ehrlich, ich bin hässlich. Genau. Muss das auf der Seite auch machen. Ja, genau. Dann kam ich hier rein. Eine Bildkarte. Ich darf nicht zu weit nach da gehen, weil sonst werde ich direkt angesprochen und ich will natürlich noch alles mitnehmen. Sieht aus wie ein Silberman, ja. Das habe ich gesagt, sinnvoll. Egal. So. Sollte hier nicht Wasser drin sein? Ich meine, da war doch gerade noch ein Wasserfall. Nur weil ich die Tür aufgemacht habe, ist das komplette Wasser da weg. Soll mir recht sein. Suchst du Draco geil? Jep, das tue ich eigentlich. Aber wobei ich eigentlich weiß, wo der ist, deshalb. Direkt suchen tue ich ihn dann auch wieder nicht. Und hier komme ich dann auch irgendwie wieder. Schöne Ferien, Goyle. Hast du Lust, anderer Leute Geschenke zu demolieren? So. Wahrscheinlich. Ah ja, nach hier konnte ich auch noch gehen. Und alles mitnehmen lassen. Suchst du Draco geil? Nein, ich suche nicht Draco. Ich weiß doch, wer er ist.